Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Das ist keine einfache Mission. Wir sind alle überarbeitet. Wir müssen uns jetzt alle etwas ausruhen. Für den Augenblick alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Ich bin froh, dass Noveria hinter uns liegt. Ich weiß gar nicht, was übler war. Die Kälte oder diese Unternehmen? Man friert sich dort die Eier ab oder kriegt sie gleich als unfreiwillige Organspende abgeschnitten. Bei allem Respekt, Commander. Ich muss gehen. Bis dann. Wenn Sie hier sind, um über Benesias Tod zu reden, können Sie sich die Mühe sparen. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Tun Sie nicht so, als würde Ihnen das nichts ausmachen. Sie war Ihre Mutter. Das war sie. Aber irgendwie auch nicht. Ich erinnere mich lieber an die Benesia, die sie früher war, bevor sie von der Macht der Sovereign verdorben wurde. Die besten Eigenschaften Ihrer Mutter leben in Ihnen weiter. Ihre Entschlossenheit, Intelligenz und Stärke. Nett von Ihnen, das zu sagen. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, aber es geht mir gut. Benesia hat ihren Weg gewählt, so wie ich den meinen. Ich bleibe bis zum Ende bei Ihnen, Shepard. Vielleicht sollten wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Sie haben mir von Ihrem Interesse für die Proteaner erzählt. Eigentlich sprach ich von meinem Interesse an Ihnen und machte mich dabei zum Narren. Ich bin den Umgang mit anderen Leuten, wie gesagt, nicht gewohnt. Insbesondere nicht mit Menschen. Als wir uns trafen, wusste ich wirklich kaum etwas über andere Spezies, Shepard. Es fiel mir schwer, die Menschen ernst zu nehmen. Ihr Volk kommt mir immer so gehetzt und nervös vor.
Wir genießen nicht den Luxus eines langen Lebens. Eine Asari kann 1000 Jahre leben. Wir haben Glück, wenn wir 150 werden. Das stimmt. Zuerst hielt ich das für eine Schwäche ihrer Spezies. Nachdem ich jedoch einige Zeit bei ihnen und ihrer Crew gelebt habe, muss ich zugeben, dass dies auch ein Vorteil sein könnte. Menschen sind Kreaturen der Tat. Sie verfolgen ihre Ziele mit einer beinahe unbeugsamen Entschlossenheit. Das ist eine bewundernswerte Eigenschaft, aber sie ist auch einschüchternd. Sind sie von uns eingeschüchtert? Leider sieht der Rest der Galaxis die Menschheit eher als eine Art Tyrann. Sie überrennen alles, was ihnen im Weg steht, um das zu bekommen, was sie wollen. Es liegt an Leuten wie uns, diese Meinung zu ändern, Shepard. Ich tue mein Möglichstes, Liara. Es gibt einen Grund, dass sie vom Rat auserwählt wurden, ein Spectre zu werden. Sie haben in ihnen etwas Besonderes gesehen. Das Beste, das die Menschheit zu bieten hat. Ich habe mich über sie informiert. Ich weiß, was sie während des kylianischen Angriffs getan haben. Sie haben dort erstaunlich viel Tapferkeit und Heldenmut bewiesen. Sie hätten das nicht hinter meinem Rücken machen müssen. Ich hätte ihnen gesagt, was sie wissen wollen. Verzeihen Sie, Commander. Nach unserer letzten Unterhaltung hatte ich Angst, erneut etwas Dummes zu sagen. Ich wollte mehr über sie wissen, damit ich verstehe, warum sie zu der Frau wurden, die sie heute sind. Sie haben etwas Überzeugendes an sich, Shepard. Sind Sie sicher, dass Sie sich für mich interessieren? Sind es nicht eher meine Visionen über die Proteaner? Ich gebe zu, dass Ihre Verbindung zu den Proteanern mein Interesse erst entfacht hat. Aber jetzt ist es mehr als das. Sie faszinieren mich, Shepard. Aber ich war mir nicht sicher, ob es angemessen ist, meinen Gefühlen entsprechend zu handeln. Ich dachte, dass es bereits eine Beziehung zwischen Ihnen und Lieutenant Alenko geben könnte. Sie wollen eine Beziehung mit mir? Obwohl wir beide Frauen sind? Wir Asari sind monogeschlechtlich, Commander. Die Begriffe männlich und weiblich haben für uns keine wirkliche Bedeutung. Wir besitzen jedoch eine Art Mutterinstinkt. Daher passen wir wohl eher in die von Ihnen als weiblich angesehene Rolle. Es tut mir leid, wenn Ihnen das komisch vorkommt, Shepard. Ich wollte bloß ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe das Gefühl, dass eine Art Verbindung zwischen uns besteht. Aber all dies ist ohne Belang, wenn Sie bereits eine ernsthafte Beziehung zu Lieutenant Alenko unterhalten. An Kaidan liegt mir viel. Sehr viel. Das habe ich mir gedacht. Ich habe dennoch das Gefühl, dass zwischen uns mehr ist, Shepard. Das stimmt. Da ist etwas zwischen uns. Ich wusste es. Und ich wusste, dass Sie es auch spüren, aber kommt Ihnen das nicht seltsam vor? Warum fühle ich mich Ihnen so nah? Wir kennen einander doch erst seit kurzem. Wir stammen von verschiedenen Spezies ab. Wir haben so gut wie nichts gemeinsam. Das ergibt keinen Sinn. Diese Dinge ergeben so gut wie nie einen Sinn. Sie geschehen einfach. Und dann werden wir vom Sturm mitgerissen. Bei Ihnen klingt das so chaotisch, so gefährlich. Ich sorge dafür, dass Sie in Sicherheit sind. Ich suche keinen Beschützer. Das ist alles ein bisschen viel. Ich bin so etwas nicht gewöhnt. Ich brauche etwas Zeit. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, Liara. Ich bin hier. Ich danke Ihnen, Shepard. Lassen Sie uns vorerst über etwas anderes reden. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard.